Laser Next Level. 36 Watt automatische Höhenverstellung mit Autofokus. Automatisches Absinken beim Schneiden. Automatischer Air Assist. Laserpositionierung. Linearführung und vieles mehr. Alles in einem Laser. Ja, das ist möglich, denn wir schauen uns heute nämlich einen neuen Premium-Laser an, der Firma IKEA oder IKEA ausgesprochen, ich weiß nicht genau. Und das ist eine Untermarke von Atomstack und die haben damit einen Premium-Laser einfach mal auf den Markt rausgeschossen hier und den wollen wir uns einfach mal genau anschauen. Jetzt erstmal herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens und viele kennen mich von den ganzen anderen Laservideos. Die kann ich euch natürlich auch nochmal hier oben oder unten einfach verlinken. Schaut da auch einfach nochmal drauf. Bevor wir jetzt aber hier wieder ewig rumquatschen, wir kommen gleich mal zum Lieferumfang, bauen das Gerät auf und schießen dann gleich los mit dem Lasern. Ich habe das Ganze jetzt schon mal ausgepackt. Es muss ich euch ja nicht zeigen, das Auspacken. Und jetzt bin ich gleich mal positiv erschrocken, muss ich sagen. Jetzt schaut euch mal dieses riesen Laserteil hier an. Hier. Das ist ein riesen Eumel. Also das ist brutal, was hier rauskommt. Auch wertig verarbeitet hier. Richtig schön. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich auch mal erschrecken hier. Ich zeige es euch mal. Das Gerät hier, das Herzstück, dieses Laserkopfteil, wiegt doch glatte 1 Kilo Laserpower, 36 Watt und 1 Kilo Gewicht. Also das ist schon mal richtig brutal. Ich glaube mal, das hier ist der verbaute Laser. Das werden wir aber nachher alles uns angucken. Jetzt sagen sich viele, hey, 1 Kilo, wie soll das noch funktionieren mit den Führungen? Das wackelt doch rum wie die Sau. Ja genau, das habe ich mir auch gedacht. Und dann macht man mal, schaut man sich mal weiter das Ganze an hier. Und jetzt schaut mal, das sind die zwei Führungsseitenteile hier. Und hier haben wir gleich mal hier einen, ich sage jetzt mal, Linearschlitten verbaut hier. Das ist eine Linearführung, denn ohne Linearführung könntest du dieses Gewicht von dem Laser, wenn der mal eine richtige Geschwindigkeit fährt, einfach nicht mehr tragen. Diese Linearführung wird natürlich durch ein Band angetrieben, das ist ganz klar. Und diese Linearführung haben wir auf beiden Seiten hier, einmal links, einmal rechts. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Mittelteil hier an, wo der Laser angebracht wird hier. Und wenn man das mal ganz öffnet hier, da haben wir auch eine Linearführung verbaut. Also deshalb können wir mit diesem Gewicht auch diese Geschwindigkeiten fahren hier. Aber ihr seht hier schön ein Schlitten hier auf einer Metallstange und der wird hier wirklich schön linear geführt. Ja, alles andere ist eigentlich selbsterklärend. Wir haben hier einen Air Assist hier dran. Der schaut auch richtig futurehaft mäßig aus, richtig cool. Bin mal gespannt, was der an Leistung bringt hier. Wir haben natürlich alle anderen Teile, Netzteil, wir haben hier die ganzen Schrauben, wir müssen es ja noch selber zusammenbauen. Wir haben halt auch noch dieses Bedien-Touchpad haben wir auch noch hier dabei. Aber gut, das ist jetzt wurscht. Ich denke mal einfach, wir fangen das einfach oder wir bauen dieses Teil einfach mal zusammen und dann bin ich auch mal gespannt, wie lange ich dafür brauche. So meine Lieben, wir haben den Laser fertig aufgebaut. Ich habe mir echt gedacht, nee, ich muss es euch nicht zeigen, den Aufbau, denn er ist wirklich super einfach aufgebaut und damit sparen wir uns auch ein bisschen Zeit und dann gehen wir lieber mehr ins Detail hier ein von diesem Laser. 36 Watt soll er haben, das heißt 6 Laser sind hier verbaut, 6x6 sind 36 Watt, die er an Leistung bringen soll. Ihr seht hier an der Seite eine Infrarot-Positionierung, wo man dann die Werkstücke, das ist dann ein Kreuz, was er haben soll hier, wo man die Werkstücke richtig schön positionieren können. Wir haben hier eine automatische Höhenverstellung, wie auch eine manuelle Höhenverstellung. Da kann man hier einfach drehen und das Tolle daran ist, hier wackelt dann im Endeffekt nichts mehr dran. Also hier, kennt man ja bei anderen Lasern, hier mit diesen Schräubchen, da wackelt es vielleicht teilweise. Nee, wir haben hier auch eine Linearführung, hier an der Höhenverstellung hier, das finde ich auch ganz toll. Und wie gesagt, automatisch und manuell. Hier unten ist dann auch der Autofokus verbaut. Hier ist ein kleiner Schalter, der dann das praktisch autofokussieren soll. Wir brauchen dann nur noch angeblich einen Knopf drücken und der Autofokus läuft automatisch hier, trifft auf das Werkstück, der Schalter schaltet und der Laser stellt sich automatisch ein.
Und jetzt kommt's, das Krasse daran ist, er soll eine Geschwindigkeit fahren von 800 mm pro Sekunde beziehungsweise 48.000 mm pro Minute. Das ist eine krasse Geschwindigkeit. Ich werde mal schauen, wie das dann nachher ist von der Geschwindigkeit her, ob wir diese auch fahren können. Und das Ganze kann man jetzt mit diesem Rollensystem, ihr kennt es ja von anderen Lasern, kann es nicht mehr funktionieren. Ich habe es euch ja schon gezeigt. Wir haben hier eine Linearschiene hier oben verbaut und hier Linearlager verbaut an den Seiten von dem Laser hier diese zwei Lager. Und wie gesagt, hier diese Schiene. Was soll er denn noch alles haben? Also er soll einen Automatik Air Assist haben, den wir dann in Lightburn auch automatisch an- und ausschalten lassen können. Je nachdem, was wir lasern, finde ich auch ganz cool. Ihr seht hier den Schlauch vom Air Assist hier, der hier verbaut worden ist. Ich finde hier auch alles sehr, sehr toll aufgeräumt. Hier sind noch Klammern, wo man dann den Schlauch festmachen kann. Und hier ist alles richtig schön ja, aufgeräumt in diesem Gehäuse hier, verstaut. Hier ist alles verstaut. Es hängt nicht mehr groß was rum. Ihr seht es da hinten, gar keine Kabel mehr groß. Also die Kabel verschwinden dann im Gehäuse. Das gefällt mir auch schon mal ganz gut. Er soll ein automatisches Absinken haben beim Schneiden. Zum Beispiel, wenn man jetzt Holz schneidet und was Dickeres schneidet, dass der Laser automatisch je nach Durchgang immer automatisch eine bestimmte Millimeteranzahl nach unten fährt, um den Fokus besser, damit wir besser fokussiert schneiden können. So soll es sein. Hey, das ist schwer ausgedrückt. Heieiei. Hä? Kommen wir mal zum vorderen Bereich hier. Ihr seht hier das Touchpad hier mit Magnet, das man hier anklicken kann hier. Jetzt stecke ich den mal ganz kurz ab, dann seht ihr es besser. Wollen wir uns natürlich nachher mal anschauen. Wir haben hier an der Seite haben wir hier zwei HDMI-Anschlüsse, wir haben einen USB-C-Anschluss, wir haben einen Stromanschluss, wir haben den Input hier für den Air Assist, hier, den man hier anstecken muss. Der wird ja gesteuert über Lightburn bzw. über dieses Bedienpanel wird ja dieser Air Assist hier gesteuert. Aber da kommen wir auch nochmal später drauf zu sprechen hier. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter, Alarm, kommen wir auch gleich nochmal dazu sprechen. Und ja, kommen wir gleich zum Sprechen, denn wir haben nämlich mehrere Alarmsysteme hier verbaut. Wir haben hier einen Flammensensor, wir haben hier einen Wackelsensor. Sollte der Laser irgendwie wackeln oder umfallen oder sonst irgendwas, geht der Alarm einfach los. Und wir haben hier auch noch was Tolles, und zwar gegen Missbrauch hier des Lasers kann man den noch absperren und ich sage jetzt mal anschalten, absperren, damit hier kein Kinder zum Beispiel diesen Laser irgendwie bedienen können. Hier seht ihr noch den Anschluss für USB. Ein USB-Stick wird auch mitgeliefert hier, der kleine hier. Was da drauf ist, weiß ich noch nicht. Das wollen wir erstmal später anschauen. Ich stecke ihn jetzt mal rein und noch einen kleinen Reset-Taster. Der Aufbau ist super einfach zum Erledigen, circa 20 Minuten. Und ja, ich denke mal, ach genau, diese Frage kommt immer mal wieder. Die Gesamtfläche des Lasers. Es ist jetzt nicht ein kleiner Laser, denn wir haben nämlich hier eine Laserfläche hier, einen Laserbereich von 410 auf 410 mm. Deshalb, wir treten da schon ganz schön raus, muss ich sagen. Ich habe es mal abgemessen, das sind es circa Maße, ein bisschen plus gerechnet. Und zwar haben wir hier 77 cm auf 68 cm. Wenn man da noch ein bisschen Kabel mit reinrechnet oder so, kommen wir so auf diese circa Maße. Bei diesem Laser müssen wir hier einiges einstellen im Lightburn. Ich benutze Lightburn, das könnt ihr natürlich selber entscheiden, denn wir werden das Ganze nämlich nachher in Lightburn uns anschauen. Lightburn kann ich euch unten natürlich auch nochmal verlinken. Das kostet zwar ein bisschen was, aber es lohnt sich, weil es einfach ein mächtiges Programm ist. Ich bin selber gespannt, was wir da alles einstellen müssen. Wir werden es natürlich gemeinsam anschauen. Jetzt habe ich aber noch was, Leute. Ganz wichtig, Sicherheitshinweise. Ich muss die jedes Mal nennen. Es ist nämlich wirklich, es ist kein Spielzeug, so ein Laser. Wir haben hier 36 Watt. Es ist egal, welcher Laser. Es ist kein Spielzeug. Es ist hochgefährlich. Man muss einfach darauf achten und die Sicherheitsstandards einfach einhalten. Leute, kauft euch noch eine Brille. Es ist eine mitgeliefert hier bei jedem Laser im Endeffekt. Aber wenn ihr dann nochmal eine andere wollt, eine bisschen bequemere, kann ich euch nur empfehlen, noch eine andere zu kaufen und schaut niemals in diesen Laserstrahl rein. Wir haben zwar hier ein Gehäuse, aber es könnte trotzdem Umgebungsstrahlen geben. Deshalb schaut, lasert einfach nur immer mit Brille. Es ist euer Augenlicht. Zweitens, Absaugung. Ihr braucht definitiv eine Absaugung hier.
dass die schlechte Luft, diese ganzen Dämpfe, die erzeugt werden beim Lasern, sind giftig, sind krebserregend. Deshalb bitte nie einatmen. In einem offenen Raum könnt ihr lasern oder ihr braucht halt einfach eine gute Absaugung. Ich habe ja bei mir in der Werkstatt hier eine tolle in der Wand oben. Das saugt hier alles ab, deshalb kann ich so lasern. Aber sonst empfehle ich euch einfach ein Gehäuse. Es gibt ja noch ein Video drüber, wie ich ein Gehäuse mit Manu zusammen baue. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Oder ich werde demnächst ein Video machen über ein fertiges, faltbares Gehäuse. Und das wollen wir uns auch mal anschauen. Des Weiteren solltet ihr euren Laser niemals unbeaufsichtigt lassen. Egal wie viel Alarmsysteme er sonst hat oder Sicherheitsfeatures hat, lasst den Laser bitte nicht unbeaufsichtigt. Jetzt haben wir genug geredet. Wir werden den Laser jetzt einfach mal einbinden in Lightburn und werden jetzt natürlich die ganzen Einstellungen vornehmen, um die ganzen Features nutzen zu können. Jetzt habe ich aber noch eine Bitte an euch und zwar, ich kriege hier 1000 E-Mails. Mein Laser lasert nicht richtig, bitte hilf mir und. Es ist wirklich Wahnsinn, das Ganze zu beantworten. Und Leute, abonniert den Kanal, schaut meine Laservideos an und dann verpasst ihr auch kein Laservideo mehr. Es sind nämlich in jedem Laservideo irgendwo sind Tipps und Tricks verbaut. Und deshalb schaut es an. Und jetzt kommen wir gleich zur Einbindung, denn da kommen so viele, da kommen täglich so viele Mails, mein Laser lasert nicht richtig, was mache ich falsch und so weiter und so fort. Achtet bitte auf die Einbindung. Wir werden es gleich mal gemeinsam machen. Macht es bitte genauso wie ich, denn es ist irgendwo, gibt es ein Problem bei Lightburn mit der Einbindung, egal welches Modell, egal welcher Hersteller, denn dann, der hat dann nur noch 25% Leistung, wenn ihr den falsch einbindet. Und zwar nicht automatisch einbinden. Wir werden ihn manuell einbinden und dann funktioniert es auch mit der Leistung. Ebenso werde ich alle Dateien, die ich hier habe, Speed- und Power-Test und, die werde ich euch kostenlos zur Verfügung stellen. Das könnt ihr unten den Download finden, auch Download-Link in der Videobeschreibung könnt ihr den genauso finden hier. Schaut da bitte drauf und da könnt ihr die Dateien dann alle kostenlos downloaden. Willkommen im Lightburn. Wir fangen jetzt mal an. Ich zeige euch jetzt, wie das richtig funktioniert, wie ihr den Laser richtig einbindet, ohne dass es dann groß Probleme gibt. So, wer noch nicht Lightburn-Erfahrung hat, soll sich das einfach ein bisschen anschauen. Aber wir gehen jetzt die ersten Schritte und zwar müssen wir das Gerät einbinden. Ich habe es natürlich vorab schon mal alles gemacht. Ich muss natürlich alles probieren. Aber jetzt machen wir mal das erste hier, Gerät einstellen. Ich habe ihn ja schon drin hier. Jetzt nicht Laser suchen drücken, Leute, das ist ganz wichtig, geht es auf manuell erstellen, geht es auf das GRBL hier drauf, Next, seriell USB und jetzt könnt ihr den Namen euch eingeben, könnt ihr einfach Iker sagen oder wie man das auch immer ausspricht, Iker. Dann könnt ihr die Größe eingeben, 410 auf 410, haben wir ja Gravurgröße und könnt auf Next klicken. Jetzt könnt ihr sagen, vorne links fängt er an zu lasern. Ich mache jetzt das Laser beim Start Auto Home positionieren, mache ich immer aus. Ihr könnt es dann praktisch Next drücken und könnt dann der taucht dann hier auf in der Liste. Hier unten taucht er auf in der Liste. Wenn ihr Next drückt, OK drückt, dann könnt ihr den ganzen anwählen und schon habt ihr euer Laser richtig eingebunden. Ich mache das jetzt nicht nochmal, ich habe es ja schon gemacht. Und jetzt bitte kontrolliert einen Wert. Und das ist nämlich genau das Problem, was die meisten immer haben. Geht's mal bitte in die Geräteeinstellungen rein und schaut's mal hier den maximalen S-Wert an. Hier steht bei vielen 255 drin. Ich weiß nicht, warum das Lightburn macht, aber das ist bei allen Laserherstellern einfach so. Wenn man den falsch einbindet, steht hier teilweise 255 drin. Wenn da 255 drin steht, bitte abändern auf 1000 und schon lasert euer Laser mit voller Leistung. Denn wenn da 255 drin steht, lasert er nur mit 25% von der Leistung, was ihr einstellt. Also kann das einfach nicht funktionieren. Wir gehen jetzt gleich mal zum nächsten Schritt. Wir wollen ja den Autofokus einstellen. Dazu müssen wir in die Konsole hier reingehen. Hier ist die Konsole. Wenn dieses Fenster hier nicht da ist, geht es ja bitte auf Fenster und stellt hier oben die Konsole ein. Dann taucht dieses Fenster hier auf. Hier macht ihr einfach einen Rechtsklick drauf. Da steht dann Makro 00 steht hier. Macht ihr einen Rechtsklick drauf und tragt es dann hier
Autofokus ein oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Und jetzt müssen wir hier Makroinhalte eingeben und zwar die eckige Klammer. Das ist altgriechisch. Ich sag altgriechisch. Nein, es ist nicht altgriechisch, es ist altgraf drücken und die 8. Dann gibt es da ESP 500 ein, Alt Graf 9 drücken und dann habt ihr die Klammern zu, müsst ihr bloß OK drücken und schon habt ihr euren Autofokus hier in der Konsole unter Makro 00 hier drin. Jetzt braucht ihr nur euer Werkstück hinlegen, das machen wir jetzt gleich mal und probieren das Ganze mal aus. Also Werkstück hinlegen und dann Makro drücken und schon fährt der Laser, stellt der Laser sich automatisch von der Höhe her ein. Jetzt habe ich noch was ganz vergessen zu erwähnen. Hört ihr was? Nein, ihr hört nichts, denn der Laser ist an. Der Laser, es ist richtig geil, man hat richtig absolut Ruhe, denn der Laser, der Lüfter, ihr kennt es bei anderen Modellen, der Lüfter läuft und läuft und läuft. Und das ist manchmal ein bisschen störend gewesen, finde ich jetzt teilweise, weil es wirklich laut ist. Der Laser, man schaltet ihn an, man kann dran arbeiten, es passiert nichts. Es ist kein Lüfter an, der Lüfter geht nämlich erst an, wenn man lasert. Wir werden jetzt den nächsten Schritt vornehmen und zwar die Positionierung mit diesem Kreuz, was wir haben. Diese Auto, ja, Positionierung einfach. Da geht es dann wieder auf eure Konsole. Macht es dann hier bei Makro 01 oder Makro 1, macht es da wieder einen Rechtsklick drauf, schreibt es hier rein, was ihr wollt, Positionierung, Laserkreuz, wie auch immer. Dann macht es da wieder eure eckigen Klammern, ESP 501, eckige Klammer zu und klickt es OK. So, das ist jetzt richtig einfach gewesen, diese zwei Sachen jetzt mal einzustellen. So, damit ich jetzt euch überhaupt keinen Mist erzähle, habe ich das Ganze natürlich vorher ausprobiert und habe festgestellt, dass mein Laserkreuz nicht hundertprozentig gerade ist. Das heißt, man kann aber dieses Laserkreuz, ihr seht es jetzt gerade hier, man kann das Ganze auseinanderbauen und man kann den Laser noch fein justieren. Das heißt, Schräubchen auf und das Ganze ein bisschen drehen oder ein bisschen anpassen von der, wenn es jetzt einfach nicht passt, von, dass es jetzt gerade ist oder sonst irgendwas, schaut es einfach mal an. Bei mir war es nicht richtig, ich habe es jetzt richtig eingestellt und wir wollen jetzt einfach mal testen, ob das Ganze passt. Ich mache jetzt hier einfach mal ein Pluszeichen hin, habe auf meinem Holzstück auch ein Plus drauf gezeichnet und dieses Plus, das wollen wir jetzt einfach mal da drüber lasern, um zu schauen, ob es richtig funktioniert. Und dann ist es wichtig, dass er die Ausgangsposition einstellt. So, jetzt ist der Laser eingestellt von der Ausgangsposition. Jetzt stellt ihr, oder jetzt tut ihr euer Werkstück drunter. Also in dem Fall mache ich jetzt mein Kreuz direkt unter dieses Laserkreuz hier drunter. Gehe dann in die Konsole rein, drückt dann, ihr könnt dann vorher noch einen Rahmen abfahren, ist auch kein Problem. Ihr drückt dann die Positionierung, also ihr habt es jetzt schön ausgerichtet, drückt Positionierung, der Laser fährt an diese gewisse Position und ihr drückt dann Start. So, jetzt haben wir das Ganze gelasert, jetzt könnt ihr erkennen, wo mein Kreuz war. Und ich muss sagen, ich habe den Laser richtig cool justiert und er lasert exakt an der Stelle, wo ich das Kreuz hingezeichnet habe. Also ihr seht es selber, echt perfekt. Und jetzt ist es wirklich einfach. Nur hinlegen, ausrichten, Positionierung drücken und Start drücken. Und schon lasert er genau an der Stelle, wo ihr wollt. So, meine Lieben, ihr seht hier das Koordinatensystem, das ich für euch vorbereitet habe. Das könnt ihr kostenlos auf meiner Homepage downloaden. In der Videobeschreibung findet ihr den Download-Link. Gut, jetzt wollte ich euch noch das zeigen hier. Ihr müsst den AirAssist ganz normal anstecken, anschalten und von der Stärke regeln. Und dann könnt ihr hier euren AirAssist steuern. Also das heißt, Linienumrandung zum Beispiel, braucht ihr kein AirAssist, könnt ihr an- und ausschalten. Und es funktioniert echt top, ich habe es gerade probiert. Mega, das freut mich, dass man jetzt hier einzeln steuern kann.
Leute, ich mache gerade einen Versuch und jetzt schaut euch mal das an. Der Speed and Power Test vorhin war zu lahm. Und jetzt schaut euch mal das an. Ich fahre jetzt gerade mit 48.000 Millimeter pro Minute. Wahnsinn! Ey, gibt's euch das mal? Und da ist noch was da. Absolut geil. Jetzt lassen wir es mal schnell schneiden. Das mache ich mal schnell durchlaufen. Dann schauen wir uns das mal schnell an. So, es ist Ruhe. Es ist richtig cool. Das ist mein Gebläse hier oben, das so tut. Das ist nicht der Laser. Jetzt holen wir es uns mal her. Jetzt schaut euch mal das an. Hey. Mit 48.000 Geschwindigkeit. Und ich sehe hier hinten bei 90% immer noch was drauf. Also das ist absoluter Wahnsinn. Schaut euch mal das an. Wollen wir das Ganze jetzt mal mit 19 mm Fichte versuchen, mit zwei Durchgängen und mit automatischem Absinken. Das möchte ich euch jetzt erklären, wie das funktioniert mit dem automatischen Absinken. Dazu müssen wir nämlich in die Einstellungen gehen, in die Geräteeinstellungen und müssen diese zwei hier aktivieren. Z-Achse und das hier müsst ihr aktivieren. In dem Zug, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, könnt ihr auch noch den Laserfeuerknopf aktivieren. Den seht ihr dann hier seht ihr dann, hier kommt der Laserfeuerknopf und da könnt ihr dann immer mal schauen, wo der Laser steht. Gut, nun mal nebenbei. Also, jetzt haben wir ja das Ganze eingestellt. Jetzt müssen wir in die Schnittebene gehen. Ich habe das Ganze hier schon angelegt. Die Schrift, da brauchen wir ja nichts beachten. Jetzt gehen wir auf die Linie, die wir hier ausschneiden wollen. Das ist ein Kreis mit 30 mm, den wir jetzt aus Fichte 19 mm ausschneiden wollen. Da gehen wir jetzt mit dem Doppelklick drauf und schauen da mal hier Z-Schnitt pro Durchlauf. So, jetzt wollen wir dann sagen, wir haben ja hier zwei Durchläufe und wir sagen jetzt pro Durchlauf einen Millimeter. So, also das erfährt jetzt praktisch beim ersten Durchgang ganz normal, beim zweiten Durchgang geht er einen Millimeter tiefer und fängt dann wieder an zu lasern. Das ist der Grund, Hintergrund dahinter, dass man dann praktisch den Fokus ein bisschen wieder verstellt nach unten. Das ist ja dann wirklich gut, dann soll er ja besser schneiden. Bin ich mal gespannt. Ich habe es jetzt auch noch nicht probiert. Ich habe es nur mal eingestellt, wie das geht. Und das probieren wir jetzt einfach mal. Ich bereite das Ganze jetzt einfach mal vor. Ich richte das, die Fichte aus und dann lasern wir einfach mal los und das zeige ich euch. Ach ja, ihr dürft nicht mehr als 8 mm gehen, weil wir haben natürlich einen 8 mm Fokusbereich. Das heißt, 8 mm muss immer Luft drin sein. Also ihr habt jetzt 10 Durchgänge, wollt dann 10 Durchgänge 1 mm machen, funktioniert nicht. Also müsst ihr dann einfach kleinere Schritte gehen. Das heißt, bei 10 mm müsst ihr halt dann 0, noch was an Schritt gehen, damit ihr dann nicht den Sensor dann praktisch berührt. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine damit. Ich bereite jetzt mal vor und dann lasern wir. So Leute, ihr seht jetzt, dass der Laser hier die erste Runde fährt, im Kreis, die Linie. Und jetzt müsst ihr hinten auf dieses kleine Rädchen achten. Er müsste jetzt theoretisch nach der zweiten Runde, und die kommt jetzt, müsste dieses Rädchen sich bewegen. Jawohl, hat sich bewegt, habt ihr das gesehen? Und jetzt fährt er praktisch 1 mm nach unten und schneidet das Ganze nochmal durch. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 200, zwei Durchgänge, 19 mm Fichte. Gut, jetzt bin ich mal gespannt, was er gemacht hat, ob wir mit zweimal durchgekommen sind durch diese 19 mm Fichte. Ja, Wahnsinn, ha, Gott, zack. Jetzt schaut euch mal das an, wie sauber auch dieser Schnitt ist. Also funktioniert echt super. Er sinkt automatisch 1 mm ab und das können wir natürlich immer dicker machen. Das müssen wir auch mal probieren. Aber schaut mal diesen sauberen Schnitt an. Echt top. Dann schauen wir jetzt mal, was er bei 4x gemacht hat. Ich habe jetzt das Ganze 4x8, das geht schon raus. Seht ihr das mal? Also 4x mit 1 mm absinken und schon ist es draußen. Und schaut mal, einen richtig schönen Schnitt. Kein Problem. Dreimal hat es nicht ganz funktioniert, aber es ist fast durch. Seht ihr jetzt hier.
4x24 mm Fichte mit 1 mm Absinken. Richtig cool. So, meine Lieben, wir werden jetzt was ganz Krasses probieren. Wir werden 30 mm Fichte versuchen zu schneiden. Ich weiß, es ist totaler Schwachsinn, sowas zu machen, aber egal, wir wollen es versuchen, ob das mit diesem Absinken richtig gut funktioniert. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob wir durch 30 mm durchkommen. So, also, ich habe hier mal einen Strich gezeichnet, hier eine Linie, 130 Geschwindigkeit, 95% hier Power und Air Assist an. Dann gehen wir mal drauf. Ich habe hier eingestellt 6 Durchgänge. Mal schauen, ob es funktioniert. Mit einem je pro Durchgang absenken 1,1 mm. Also dann kommen wir halt dann auf 6,6, was wir abgesunken bekommen. Und das werden wir jetzt einfach mal probieren. Ich stelle das Ganze ein. Gehe auf Bewegung, sage Position einstellen, gehe auf die Konsole, gehe auf Positionierung. Und dann würde ich sagen, können wir losschießen. Boah, Leute, okay, absolut krank. Es hat funktioniert, ihr habt es gesehen. Also nicht mal der 6. Durchgang. Der 5. Durchgang war es. Jetzt schaut euch mal das an. 30 mm. 30 mm Fichte mit 130 Geschwindigkeit und 95% Power. Ich weiß, es ist totaler Schwachsinn, sowas zu schneiden. Aber mit diesem Sinken könnt ihr echt 30 mm schneiden. Das ist Wahnsinn. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal ganz schnell noch an. Also wo ich wirklich begeistert bin, ist vom Schneiden her. Ihr seht es jetzt hier. Ich habe hier 10 mm Sperrholz und hier mit dem X30 im Vergleich mit 8 mm Sperrholz. Und hier kommen wir dann wirklich noch ein Kästchen mehr, obwohl es dicker ist. Also echt ganz cool. Auch beim 4 mm Durchgang habe ich festgestellt, dass wir ganz normal hier der X30, hier der Ultra K1, dass wir hier sogar noch 4 Kästchen mehr durchkriegen. Also echt faszinierend. Finde ich ganz cool. Und vor allem mit dieser Absinkfunktion haben wir halt echt hier 30 mm Fichte geschafft. Also das ist doch mal brutal. Ebenso von der Geschwindigkeit her, ich habe das Schiefer. Ich könnte sogar noch ein bisschen runtergehen von der Leistung oder sogar noch von der Geschwindigkeit hoch. Ich bin hier mit 30.000 Millimeter pro Minute gefahren. Das ist doch mal echt richtig krass. Ich könnte bestimmt auch auf 40.000 gehen. Also da müsst ihr selber mal ein bisschen rumprobieren. Aber schaut mal die Qualität an. Echt top. Beim Edelstahl und so weiter, mit dem Farbiglasern muss ich dazu sagen, das war ja die ersten Versuche,
farbig lasern mit dem K1 Ultra. Da habe ich es noch nicht ganz so hundertprozentig hinbekommen. Seht ihr hier, das ist ja im Vergleich zum X20 mit den tollen Farben hier, könnt ihr hoffentlich erkennen hier, die Datei könnt ihr ja haben, da müsst ihr einfach noch ein bisschen rumspielen, da gibt es noch ein Video dazu, da müsst ihr einfach nach der Anleitung von diesem Video, müsst ihr einfach ein bisschen rumspielen und ihr kriegt auch noch bessere Ergebnisse hin als nur diese Farben hier. Selbst mit 48.000 habe ich hier noch Ergebnisse bekommen, hier mit 90%. Ja, ist wie gesagt ein bisschen Schwachsinn mit der Geschwindigkeit, aber ihr könnt selber einfach immer diese Speed- und Power-Tests auf diesen Materialien anwenden, die, wo ihr dann gravieren wollt oder belasern wollt und ihr wisst schon circa die Geschwindigkeit, wo ihr dann einstellen müsst. Also nehmt sie einfach und probiert es einfach aus, kann ich euch nur als Tipp geben. Alu genauso, da muss man noch ein bisschen rumspielen von den Einstellungen, aber diesen Test habe ich euch auch mit dazu, mit Alu, da könnt ihr es auch mal probieren, ihr seht, verschiedene Stärken kriegen wir dahin mit diesem Folienspray. Da gibt es auch ein Video dazu, könnt ihr euch auch noch mal gerne anschauen. Jetzt wollen wir noch ein Thema angehen und zwar das Offline-Gravieren mit diesem Touchpad hier. Wir haben ja hier einen USB-Stick, wir können ja auch offline das Ganze machen. Wir können hier die ganzen Dateien draufziehen und wir können das Ganze dann hier reinstecken. Wir können auch mit WLAN das Ganze verbinden, diesen und auch mit der App das Ganze benutzen. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel offline gravieren will, kann man vorab die Sachen im Lightburn speichern und hier einfach aufrufen. Ich möchte da gar nicht mehr so ins Detail drauf eingehen. Mich persönlich interessiert dieses Thema nicht ganz so, aber ich möchte es euch trotzdem nochmal zeigen. Wir können auch die ganzen verschiedenen Einstellungen hier machen. Also wenn man jetzt mal zurückgeht, kann man gravieren und ja, aufstellen, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Einstellungen nutzen hier, kann man auf Deutsch umschalten, schnell, Saldo, fein, Saldo, mittel wahrscheinlich. Die Neigungserkennung, Flammenerkennung kann man ein- und ausschalten. Man kann Autofokus, Gravur fortsetzen. Genau, darauf möchte ich noch zu sprechen zu kommen, denn es soll ja so funktionieren, wenn der Strom ausfällt, dann lasert er genau da wieder los, wo er lasern soll. Das geht ja bei anderen Modellen nicht. Hier geht's, aber, jetzt kommt dieses große Aber, es funktioniert nur, wenn ihr das über dieses Touchpad hier bedient, eure Gravur aufruft und sollte dann der Strom ausfallen. Das muss man dann erstmal vorher einschalten, das Ganze hier, aber nochmal stornieren. Und dann soll es funktionieren. Ich werde es jetzt auch nicht probieren. Das könnt ihr selber probieren, denn für mich, wie gesagt, ist es nicht wirklich interessant. Wir können dann hier auch noch den Ton an- und ausschalten und so weiter und so fort. Und wenn wir zum Gravieren wollen, müssen wir einfach auf Gravieren gehen. Können hier unsere Dateien aufrufen, die wir dann auf dem USB-Stick hier gespeichert haben. Und können das Ganze dann praktisch, jetzt geht leider Lüfte los, hört ihr schon. Und könnt ihr das Ganze hier einstellen, wie alles in Lightburn. Könnt ihr auch diesen Mittelpunkt, könnt ihr Autofokus machen und, könnt ihr alles machen. Jetzt gehe ich aber zurück, ist ein bisschen laut. Und da, ja, wie gesagt, schaut es euch an, wen es interessiert. Es ist wirklich sehr einfach, alles zu bedienen. Ein Manko haben wir bei diesem Laser noch. Zwar gibt es jetzt aktuell noch keine Füße, um den Laser zu befestigen oder um ihn hochzustellen für einen Rotary zum Beispiel. Das gibt es aktuell noch nicht, wird es wahrscheinlich demnächst bald geben, aber ich habe eine Lösung im Internet und gefunden, das sind 3D-Druckdateien und auch Klötze dazu, die man höchstwahrscheinlich dann auch kaufen kann. Müsst ihr einfach anfragen, um den Laser hier passend und richtig sitzt, passt genau hier auf die Opferplatte festzumachen hier, zu befestigen oder um einen Rotary zu verwenden. Ich habe hier einen coolen auf dem Tisch stehen, da werden wir dem nächsten Video drüber machen und das möchte ich euch jetzt einfach mal nochmal zeigen. So, ich habe das Ganze jetzt schon mal befestigt. Ihr seht es hier, das sind solche kleinen Blättchen hier, wo dann solche Nippel dran haben, wo dann genau richtig drauf passt hier. Stecksystem, so eine Art Lego-System. Und da kann man mit zwei Schrauben das Ganze befestigen. Und der Laser passt richtig genau drauf, gar kein Problem. Und dann kann man noch solche Klötze hier drüber stellen. Das heißt, einfach wie im Steckkastensystem hier, einfach draufstecken, die gewünschte Höhe wählen. Da kann man schon mal ein bisschen höher gehen. Also wie gesagt, ich habe es jetzt mal da. Ich stelle den jetzt mal nach oben und dann schauen wir uns das Ganze mal an.
So, das habe ich das Ganze mal hochgestellt. Ihr könnt natürlich die Höhe wählen, wie ihr wollt. Ich finde es richtig cool. Das hält auch, aber ich muss dazu sagen, ihr könnt höchstwahrscheinlich dann nicht mehr diese 48.000 fahren, denn bei 48.000 könnte es schon ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, in die Richtung ist er nicht ganz so stabil. Also er ist schon stabil, aber bei 48.000, bei einem Kilo Gewicht, aber jetzt die Seitlichbewegung, da bewegt sich überhaupt nichts. Wir haben ja beim Rotary so diese Bewegung haben wir ja gar nicht mehr, sondern nur noch diese Bewegung hier beim Rotary. Deshalb sollte das überhaupt kein Problem sein, mit dem Rotary dann auch höhere Geschwindigkeiten zu fahren. Aber wenn ihr dann praktisch diese Bewegung habt, dann würde ich vielleicht 10.000, 15.000 nicht überschreiten, weil ja, da haben wir natürlich schon ein gutes Gewicht drauf. Die Dateien, wie gesagt, sind nicht von mir. Ich setze einen Link unten mal rein. Das könnt ihr auf Etsy, könnt ihr das mal anschauen, diese Dateien. Das sind 3D-Druckdateien, die ihr da erwerben könnt für wenig Geld. Oder ihr fragt ihn einfach mal an. Ich glaube, er druckt diese Teile auch für euch. Dann müsst ihr einfach mal selber einfach anfragen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung oder auf der Homepage. Könnt ihr mal anschauen. Ich finde es eine gute Lösung mit diesen Klötzen. Erstmal ehrlich, was haltet ihr von diesem Laser hier? Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr diesen Laser findet oder was ihr für Laser habt, was ihr für Probleme damit habt und. Könnt ihr echt mal unten alles reinballern. Jetzt kommen wir mal zu meinem persönlichen Fazit von diesem Laser. Ich habe ja schon einiges jetzt gelasert hiermit und ich muss ganz ehrlich sagen, er gefällt mir richtig gut. Wir haben hier eine automatische Höhenverstellung, das richtig gut funktioniert. Wir haben hier diesen Laserpointer, wenn er justiert ist. Das ist vielleicht der einzige Nachteil, dass man vielleicht noch ein bisschen nachjustieren muss, den ich gefunden habe. Aber wenn ich das jetzt mal hier richtig justiert habe, er ist sowas von punktgenau, muss ich sagen, wenn dieser Laser eingestellt ist. Dieses Linearsystem gefällt mir so gut. Der ist so laufruhig. Also wirklich, wenn ich jetzt eine hohe Geschwindigkeit fahre mit diesem Linearsystem, der Laser, da wackelt gar nichts an diesem Laser. Es ist sowas von punktgenau, wo ich dann wieder lasern kann, auch mit einer hohen Geschwindigkeit. Also das hatte ich jetzt bis jetzt bei keinem Laser. Dieses automatische Air Assist System hier dabei ist, gefällt mir auch sehr gut. Vor allem, dass die Lüfter nicht die ganze Zeit durchlaufen. Wenn der Laser an ist, dann läuft der Lüfter nicht, sondern ist einfach nur ruhig. Ich finde es echt super, das mit diesem Strom ausstecken geht ja nur über diese App hier oder beziehungsweise über das Touchpanel, wenn ihr da das Ganze einstellt. Das geht über Lightburn nicht, aber gut, wie gesagt, ich habe da kein Problem mit. Ich benutze dieses Touchpad nicht und auch die App nicht. Ich mache alles über den Rechner, aber das ist natürlich jedem selber überlassen und ich habe diese Funktion auch nicht ausprobiert. Was weiteres konnte ich einfach nicht mehr finden. Negatives hier. Mir macht er richtig Spaß. Es macht richtig Spaß damit zum Lasern. Also ich finde es ein richtig cooles Ding. Leute, schaut bitte nochmal meine Playliste an mit den ganzen anderen Laservideos. Da gibt es so viele Tipps und Tricks von Gehäuse bis Metallgravieren und. Ihr findet da alles Mögliche. Schaut da einfach nochmal rein. Oben oder unten in der Videobeschreibung ist diese Playlist einfach nochmal verlinkt. Ich würde sagen, lasst einen Daumen da, wenn euch das ganze Video gefallen hat. Vor allem ein Abo und die kleine Glocke nicht mehr verpassen. Dann verpasst ihr auch kein Laservideo mehr. Ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu und bis demnächst. Servus.